Abschnitt 7 von Der Antichrist von Friedrich Nietzsche. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 57. Man ertappt die Unheiligkeit der christlichen Mittel in flagranti, wenn man den christlichen Zweck einmal an dem Zweck des Manu-Gesetzbuches misst, wenn man diesen größten Zweckgegensatz unter starkes Licht bringt. Es bleibt dem Kritiker des Christentums nicht erspart, das Christentum verächtlich zu machen. Ein solches Gesetzbuch wie das des Manu entsteht wie jedes gute Gesetzbuch. Es resümiert die Erfahrung, Klugheit und Experimentalmoral von langen Jahrhunderten. Es schließt ab, es schafft nichts mehr. Die Voraussetzung zu einer Kodifikation seiner Art ist die Einsicht, dass die Mittel einer langsam und kostspielig erworbenen Wahrheit Autorität zu schaffen, grundverschieden von denen sind, mit denen man sie beweisen würde. Ein Gesetzbuch erzählt niemals den Nutzen, die Gründe, die Kasuistik in der Vorgeschichte eines Gesetzes. Eben damit würde es den imperativischen Ton einbüßen, dass du sollst die Voraussetzung dafür, dass gehorcht wird. Das Problem liegt genau hierin. An einem gewissen Punkte der Entwicklung eines Volks erklärt die einsichtigste, das heißt rück- und hinausblickendste Schicht desselben, die Erfahrung, nach der gelebt werden soll, das heißt kann, für abgeschlossen. Ihr Ziel geht dahin, die Ernte möglichst reich und vollständig von den Zeiten des Experiments und der schlimmsten Erfahrung heimzubringen. Was folglich vor allem jetzt zu verhüten ist, das ist das noch Fortexperimentieren, die Fortdauer des flüssigen Zustands der Werte, das Prüfen, Wählen, Kritik üben der Werte in Infinitum. Dem stellt man eine doppelte Mauer entgegen. Einmal die Offenbarung, das ist die Behauptung, die Vernunft jener Gesetze sei nicht menschlicher Herkunft. Nicht langsam und unter Fehlgriffen gesucht und gefunden, sondern als göttlichen Ursprungs ganz, vollkommen, ohne Geschichte, ein Geschenk, ein Wunder, bloß mitgeteilt, so dass die Tradition, das ist die Behauptung, dass das Gesetz bereits seit uralten Zeiten bestanden habe, dass es pietätlos, ein Verbrechen an den Vorfahren sei, es in Zweifel zu ziehen. Die Autorität des Gesetzes begründet sich mit den Thesen, Gott gab es, die Vorfahren lebten es. Die höhere Vernunft einer solchen Prozedur liegt in der Absicht, das Bewusstsein Schritt für Schritt von dem als richtig erkannten, das heißt durch eine ungeheure und scharf durchgesiebte Erfahrung bewiesenen, Leben zurückzudrängen, so dass der vollkommene Automatismus des Instinkts erreicht wird. Diese Voraussetzung zu jeder Art Meisterschaft, zu jeder Art Vollkommenheit in der Kunst des Lebens. Ein Gesetzbuch nach Art des Manu aufstellen heißt, einem Volke für dahin zu gestehen, Meister zu werden, vollkommen zu werden, die höchste Kunst des Lebens zu ambitionieren. Dazu muss es unbewusst gemacht werden. Dies der Zweck jeder heiligen Lüge. Die Ordnung der Kasten, das oberste, das dominierende Gesetz ist nur die Sanktion einer Naturordnung, Naturgesetzlichkeit ersten Ranges, über die keine Willkür, keine moderne Idee Gewalt hat. Es treten in jeder gesunden Gesellschaft, sich gegenseitig bedingend, drei physiologisch verschieden gravitierende Typen auseinander, von denen jeder seine eigene Hygiene, sein eigenes Reich von Arbeit, seine eigene Art, Vollkommenheitsgefühl und Meisterschaft hat. Die Natur, nicht Manu, trennt die vorwiegend geistigen, die vorwiegend muskel- und temperamentsstarken und die weder im einen noch im anderen ausgezeichneten Dritten die mittelmäßigen voneinander ab. Die letzteren als die große Zahl, die ersteren als die Auswahl. Die oberste Kaste, ich nenne sie die wenigen, hat als die vollkommene auch die Vorrechte der wenigsten. Dazu gehört es, das Glück, die Schönheit, die Güte auf Erden darzustellen. Nur die geistigsten Menschen haben die Erlaubnis zur Schönheit, zum Schönen. Nur bei ihnen ist Güte nicht Schwäche. Pulchrum est paucorum hominum. Das Gute ist ein Vorrecht. Nichts kann ihnen dagegen weniger zugestanden werden als hässliche Manieren oder ein pessimistischer Blick, ein Auge, das verhässlicht oder gar eine Entrüstung über den Gesamtaspekt der Dinge. Die Entrüstung ist das Vorrecht der Chandala, der Pessimismus desgleichen. Die Welt ist vollkommen, so redet der Instinkt der Geistigsten, der ja-sagende Instinkt, die Unvollkommenheit. Das unter uns jeder Art, die Distanz, das Pathos der Distanz, der Chandala selbst gehört noch zu dieser Vollkommenheit. Die geistigsten Menschen als die stärksten finden ihr Glück, worin andere ihren Untergang finden würden, im Labyrinth, in der Härte gegen sich und andere, im Versuch. Ihre Lust ist die Selbstbezwingung. Der Asketismus wird bei ihnen Natur, Bedürfnis, Instinkt.
Die schwere Aufgabe gilt ihnen als Vorrecht. Mit Lasten zu spielen, die andere erdrücken, eine Erholung. Erkenntnis, eine Form des Asketismus. Sie sind die ehrwürdigste Art Mensch. Das schließt nicht aus, dass sie die heiterste, die liebenswürdigste sind. Sie herrschen, nicht weil sie wollen, sondern weil sie sind. Es steht ihnen nicht frei, die Zweiten zu sein. Die Zweiten, das sind die Wächter des Rechts, die Pfleger der Ordnung und der Sicherheit. Das sind die vornehmsten Krieger, das ist der König vor allem, als die höchste Formel von Krieger, Richter und Aufrechterhalter des Gesetzes. Die Zweiten sind die Exekutive der Geistigsten. Das Nächste, was zu ihnen gehört, das, was ihnen alles Grobe in der Arbeit des Herrschens abnimmt, ihr Gefolge, ihre rechte Hand, ihre beste Schülerschaft. In dem Allem, nochmals gesagt, ist nichts von Willkür, nichts gemacht. Was anders ist, ist gemacht. Die Natur ist dann zu Schanden gemacht. Die Ordnung der Kasten, die Rangordnung, formuliert nur das oberste Gesetz des Lebens selbst. Die Abscheidung der drei Typen ist nötig zur Erhaltung der Gesellschaft, zur Ermöglichung höherer und höchster Typen. Die Ungleichheit der Rechte ist die erste Bedingung dafür, dass es überhaupt Rechte gibt. Ein Recht ist ein Vorrecht. In seiner Art Sein hat jeder auch sein Vorrecht. Unterschätzen wir die Vorrechte der Mittelmäßigen? Nicht. Das Leben nach der Höhe zu wird immer härter. Die Kälte nimmt zu, die Verantwortlichkeit nimmt zu. Eine hohe Kultur ist eine Pyramide. Sie kann nur auf einem breiten Boden stehen. Sie hat zuallererst eine starke und gesund konsolidierte Mittelmäßigkeit zur Voraussetzung. Das Handwerk, der Handel, der Ackerbau, die Wissenschaft. Der größte Teil der Kunst, der ganze Inbegriff der Berufstätigkeit mit einem Wort, verträgt sich durchaus nur mit einem Mittelmaß im Können und Begehren. Dergleichen wäre deplatziert, unter Ausnahmen. Der dazugehörige Instinkt widerspreche sowohl dem Aristokratismus als dem Anarchismus. Dass man ein öffentlicher Nutzen ist, ein Rat, eine Funktion, dazu gibt es eine Naturbestimmung, nicht die Gesellschaft. Die Art Glück, deren die allermeisten bloß fähig sind, macht aus ihnen intelligente Maschinen. Für den Mittelmäßigen ist Mittelmäßigsein ein Glück, die Meisterschaft in einem, die Spezialität ein natürlicher Instinkt. Es würde eines tieferen Geistes vollkommen unwürdig sein, in der Mittelmäßigkeit an sich schon einen Einwand zu sehen. Sie ist selbst die erste Notwendigkeit dafür, dass es Ausnahmen geben darf. Eine hohe Kultur ist durch sie bedingt. Wenn der Ausnahmemensch gerade die Mittelmäßigen mit zarteren Fingern handhabt als sich und seinesgleichen, so ist dies nicht bloß Höflichkeit des Herzens, es ist einfach seine Pflicht. Wen hasse ich unter dem Gesindel von heute am besten? Das Sozialistengesindel, die Tschandala-Apostel, die den Instinkt, die Lust, das Genügsamkeitsgefühl des Arbeiters mit seinem kleinen Sein untergraben, die ihn neidisch machen, die ihn Rache lehren. Das Unrecht liegt niemals in ungleichen Rechten, es liegt im Anspruch auf gleiche Rechte. Was ist schlecht? Aber ich sagte es schon, alles, was aus Schwäche, aus Neid, aus Rache stammt, der Anarchist und der Christ sind einer Herkunft. 58. In der Tat, es macht einen Unterschied, zu welchem Zweck man lügt, ob man damit erhält oder zerstört. Man darf zwischen Christ und Anarchist eine vollkommene Gleichung aufstellen. Ihr Zweck, ihr Instinkt geht nur auf Zerstörung. Den Beweis für diesen Satz hat man aus der Geschichte nur abzulesen. Sie enthält ihn in entsetzlicher Deutlichkeit. Lernten wir eben eine religiöse Gesetzgebung kennen, deren Zweck war, die oberste Bedingung dafür, dass das Leben gedeiht, eine große Organisation der Gesellschaft zu verewigen. Das Christentum hat seinen Misston darin gefunden, mit eben einer solchen Organisation, weil in ihr das Leben gedieh, ein Ende zu machen. Dort sollte der Vernunftertrag von langen Zeiten des Experiments und der Unsicherheit zum fernsten Nutzen angelegt und die Ernte so groß, so reichlich, so vollständig wie möglich heimgebracht werden. Hier wurde, umgekehrt, über Nacht die Ernte vergiftet. Das, was Aere Perennius dastand, das Imperium Romanum, die großartigste Organisationsform unter schwierigen Bedingungen, die bisher erreicht worden ist, im Vergleich zu der alles vorher, alles nachher Stückwerk, Stümperei, Dilettantismus ist. Jene heiligen Anarchisten haben sich eine Frömmigkeit daraus gemacht, die Welt, das heißt das Imperium Romanum, zu zerstören, bis kein Stein auf dem anderen blieb, bis selbst Germanen und andere Rüpel darüber Herr werden konnten. Der Christ und der Anarchist, beide Dekadenz. Beide unfähig, anders als auflösend, vergiftend, verkümmernd, blutaussaugend zu wirken. Beide der Instinkt des Todhasses gegen alles, was steht, was groß dasteht, was Dauer hat, was dem Leben Zukunft verspricht. Das Christentum war der Vampir des Imperium Romanum.
Es hat die ungeheure Tat der Römer, den Boden für eine große Kultur zu gewinnen, die Zeit hat, über Nacht ungetan gemacht. Versteht man es immer noch nicht? Das Imperium Romanum, das wir kennen, das uns die Geschichte der römischen Provinz immer besser kennenlehrt, dieses bewundernswürdigste Kunstwerk des großen Stils war ein Anfang. Sein Bau war berechnet, sich mit Jahrtausenden zu beweisen. Es ist bis heute nie so gebaut, nie auch nur geträumt worden, in gleichem Maße sub specie aeterni zu bauen. Diese Organisation war fest genug, schlechte Kaiser auszuhalten. Der Zufall von Personen darf nichts in solchen Dingen zu tun haben. Erstes Prinzip aller großen Architektur. Aber sie war nicht fest genug gegen die korrupteste Art Korruption, gegen den Christen. Dies heimliche Gewürm, das sich in Nachtnebel und Zweideutigkeit an alle Einzelnen heranschlich und jedem Einzelnen den Ernst für wahre Dinge, den Instinkt überhaupt für Realitäten aussog. Diese feige, femininische und zuckersüße Bande hat Schritt für Schritt die Seelen diesem ungeheuren Bau entfremdet. Jene wertvollen, jene männlich vornehmen Naturen, die in der Sache Roms ihre eigene Sache, ihren eigenen Ernst, ihren eigenen Stolz empfanden. Die Muckerschleicherei, die Konventikelheimlichkeit, düstere Begriffe wie Hölle, wie Opfer des Unschuldigen, wie Unio Mystica im Bluttrinken, vor allem das langsam aufgeschürte Feuer der Rache, der Chandala-Rache, das wurde Herr über Rom. Dieselbe Art von Religion, der in ihrer Präexistenzform schon Epikur den Krieg gemacht hatte. Man lese Lucrez, um zu begreifen, was Epikur bekämpft hat. Nicht das Heidentum, sondern das Christentum, will sagen die Verderbnis der Seelen durch den Schuld, durch den Straf- und Unsterblichkeitsbegriff. Er bekämpfte die unterirdischen Kulte, das ganze latente Christentum. Die Unsterblichkeit zu leugnen war damals schon eine wirkliche Erlösung und Epikur hätte gesiegt. Jeder achtbare Geist im Römischen Reich war Epikureer. Da erschien Paulus. Paulus, der Fleisch, der Genie gewordene Chandala-Hass gegen Rom, gegen die Welt, der Jude, der ewige Jude par excellence. Was er erriet, das war, wie man mit Hilfe der kleinen sektiererischen Christenbewegung abseits des Judentums einen Weltbrand entzünden könne, wie man mit dem Symbol Gott am Kreuze alles Untenliegende, alles heimlich Aufrührerische, die ganze Erbschaft anarchistischer Umtriebe im Reich zu einer ungeheuren Macht aufsummieren könne. Das Heil kommt von den Juden. Das Christentum als Formel, um die unterirdischen Kulte aller Art, die des Osiris, der großen Mutter, des Mithras zum Beispiel, zu überbieten und zu summieren. In dieser Einsicht besteht das Genie des Paulus. Sein Instinkt war darin so sicher, dass er die Vorstellungen, mit denen jene Chandala-Religionen faszinierten, mit schonungsloser Gewalttätigkeit an der Wahrheit, dem Heilande seiner Erfindung in den Mund legte. Und nicht nur in den Mund, dass er aus ihm etwas machte, das auch ein Mithras-Priester verstehen konnte. Dies war sein Augenblick von Damaskus. Er begriff, dass er den Unsterblichkeitsglauben nötig hatte, um die Welt zu entwerten, dass der Begriff Hölle über Rom noch Herr wird, dass man mit dem Jenseits das Leben tötet. Nihilisten und Christ, das reimt sich nicht bloß. 59. Die ganze Arbeit der antiken Welt umsonst. Ich habe kein Wort dafür, dass mein Gefühl über etwas so Ungeheures ausdrückt. Und in Anbetracht, dass ihre Arbeit eine Vorarbeit war, dass eben erst der Unterbau zu einer Arbeit von Jahrtausenden mit granitnem Selbstbewusstsein gelegt war, der ganze Sinn der antiken Welt umsonst. Wozu Griechen, wozu Römer? Alle Voraussetzungen zu einer gelehrten Kultur, alle wissenschaftlichen Methoden waren bereits da. Man hatte die große, die unvergleichliche Kunst, gut zu lesen, bereits festgestellt. Diese Voraussetzung zur Tradition der Kultur, zur Einheit der Wissenschaft, die Naturwissenschaft im Bunde mit Mathematik und Mechanik, war auf dem allerbesten Wege. Der Tatsachensinn, der letzte und wertvollste aller Sinne, hatte seine Schulen, seine bereits jahrhundertealte Tradition. Versteht man das? Alles Wesentliche war gefunden, um an die Arbeit gehen zu können. Die Methoden, man muss es 10-mal sagen, sind das Wesentliche, auch das Schwierigste, auch das, was am längsten die Gewohnheiten und Faulheiten gegen sich hat. Was wir heute mit unsäglicher Selbstbezwingung, denn wir haben alle die schlechten Instinkte, die christlichen, irgendwo noch im Leibe, uns zurückerobert haben, den freien Blick vor der Realität, die vorsichtige Hand, die Geduld und den Ernst im Kleinsten, die ganze Rechtschaffenheit der Erkenntnis. Sie war bereits da, vor mehr als 2 Jahrtausenden bereits. Und, dazu gerechnet, der gute, der feine Takt und Geschmack.
Nicht als Gehirndressur, nicht als deutsche Bildung mit Rüpelmanieren, sondern als Leib, als Gebärde, als Instinkt, als Realität, mit einem Wort. Alles umsonst. Über Nacht bloß noch eine Erinnerung. Griechen, Römer, die Vornehmheit des Instinkts, der Geschmack, die methodische Forschung, das Genie der Organisation und Verwaltung, der Glaube, der Wille zur Menschenzukunft, das große Ja zu allen Dingen als Imperium Romanum sichtbar, für alle Sinne sichtbar, der große Stil nicht mehr bloß Kunst, sondern Realität, Wahrheit, Leben geworden. Und nicht durch ein Naturereignis über Nacht verschüttet, nicht durch Germanen und andere Schwerfüßler niedergetreten, sondern von listigen, heimlichen, unsichtbaren, blutarmen Vampiren zu Schanden gemacht, nicht besiegt, nur ausgesogen. Die versteckte Rachsucht, der kleine Neid, Herr geworden, alles Erbärmliche, an sich Leidende, von schlechten Gefühlen heimgesuchte, die ganze Ghetto-Welt der Seele mit einem Male obenauf. Man lese nur irgendeinen christlichen Agitator, den heiligen Augustin zum Beispiel, um zu begreifen, um zu riechen, was für unsaubere Gesellen damit oben aufgekommen sind. Man würde sich ganz und gar betrügen, wenn man irgendwelchen Mangel an Verstand bei den Führern der christlichen Bewegung voraussetzte. Oh, sie sind klug, klug bis zur Heiligkeit, diese Herren Kirchenväter. Was ihnen abgeht, ist etwas ganz anderes. Die Natur hat sie vernachlässigt. Sie vergaß ihnen eine bescheidene Mitgift von achtbaren, von anständigen, von reinlichen Instinkten mitzugeben. Unter uns, es sind nicht einmal Männer. Wenn der Islam das Christentum verachtet, so hat er tausendmal Recht dazu. Der Islam hat Männer zur Voraussetzung. 60. Das Christentum hat uns um die Ernte der antiken Kultur gebracht. Es hat uns später wieder um die Ernte der Islamkultur gebracht. Die wunderbare maurische Kulturwelt Spaniens, uns im Grunde verwandter, zu Sinn und Geschmack redender als Rom und Griechenland, wurde niedergetreten. Ich sage nicht, von was für Füßen. Warum? Weil sie vornehm, weil sie Männerinstinkten ihrer Entstehung verdankte, weil sie zum Leben Ja sagte, auch noch mit den seltenen und raffinierten Kostbarkeiten des maurischen Lebens. Die Kreuzritter bekämpften später etwas, von dem sich in den Staub zu legen ihnen besser angestanden hätte, eine Kultur, gegen die sich selbst unser 19. Jahrhundert sehr arm, sehr spät vorkommen dürfte. Freilich, sie wollten Beute machen, der Orient war reich. Man sei doch unbefangen. Kreuzzüge, die höhere Seeräuberei, weiter nichts. Der deutsche Adel, Wikingeradel im Grunde, war damit in seinem Elemente. Die Kirche wusste nur zu gut, womit man deutschen Adel hat. Der deutsche Adel, immer die Schweizer der Kirche, immer im Dienste aller schlechten Instinkte der Kirche, aber gut bezahlt. Dass die Kirche gerade mit Hilfe deutscher Schwerter, deutschen Blutes und Mutes ihren Todfeindschaftskrieg gegen alles Vornehme auf Erden durchgeführt hat. Es gibt an dieser Stelle eine Menge schmerzlicher Fragen. Der deutsche Adel fehlt beinahe in der Geschichte der höheren Kultur. Man errät den Grund. Christentum, Alkohol. Die beiden großen Mittel der Korruption. An sich sollte es ja keine Wahl geben angesichts von Islam und Christentum, so wenig als angesichts eines Arabers und eines Juden. Die Entscheidung ist gegeben. Es steht niemandem frei, hier noch zu wählen. Entweder ist man ein Chandala oder man ist es nicht. Krieg mit Rom aufs Messer, Friede, Freundschaft mit dem Islam. So empfand, so tat jener große Freigeist, das Genie unter den deutschen Kaisern Friedrich II. Wie? Muss ein Deutscher erst Genie, erst Freigeist sein, um anständig zu empfinden? Ich begreife nicht, wie ein Deutscher je christlich empfinden konnte. 61. Hier tut es Not, eine für Deutschland noch hundertmal peinlichere Erinnerung zu berühren. Die Deutschen haben Europa um die letzte große Kulturernte gebracht, die es für Europa heimzubringen gab. Um die der Renaissance. Versteht man endlich, will man verstehen, was die Renaissance war? Die Umwertung der christlichen Werte, der Versuch mit allen Mitteln, mit allen Instinkten, mit allem Genie unternommen, die Gegenwerte, die vornehmen Werte zum Sieg zu bringen. Es gab bisher nur diesen großen Krieg, es gab bisher keine entscheidendere Fragestellung als die der Renaissance. Meine Frage ist Ihre Frage. Es gab auch nie eine grundsätzlichere, eine geradere, eine strenger in ganzer Front und auf das Zentrum losgeführte Form des Angriffs. An der entscheidenden Stelle im Sitz des Christentums selbst angegriffen, hier die vornehmen Werte auf den Thron bringen, will sagen,
in die Instinkte, in die untersten Bedürfnisse und Begierden der da selbst Sitzenden hineinbringen. Ich sehe eine Möglichkeit vor mir von einem vollkommen überirdischen Zauber und Farbenreiz. Es scheint mir, dass sie in allen Schaudern raffinierter Schönheit erglänzt, dass eine Kunst in ihr am Werke ist, so göttlich, so teufelsmäßig göttlich, dass man Jahrtausende umsonst nach einer zweiten solchen Möglichkeit durchsucht. Ich sehe ein Schauspiel so sinnreich, so wunderbar paradox zugleich, dass alle Gottheiten des Olymps einen Anlass zu einem unsterblichen Gelächter gehabt hätten. Cesare Borgia als Papst? Versteht man mich? Wohlan, das wäre der Sieg gewesen, nach dem ich heute allein verlange. Damit war das Christentum abgeschafft. Was geschah? Ein deutscher Mönch, Luther, kam nach Rom. Dieser Mönch mit allen rachsüchtigen Instinkten eines verunglückten Priesters im Leibe empörte sich in Rom gegen die Renaissance. Statt mit tiefster Dankbarkeit das Ungeheure zu verstehen, das geschehen war, die Überwindung des Christentums an seinem Sitz, verstand sein Hass aus diesem Schauspiel nur seine Nahrung zu ziehen. Ein religiöser Mensch denkt nur an sich. Luther sah die Verderbnis des Papsttums, während gerade das Gegenteil mit Händen zu greifen war. Die alte Verderbnis, das Peccatum Originale, das Christentum, saß nicht mehr auf dem Stuhl des Papstes, sondern das Leben, sondern der Triumph des Lebens, sondern das große Ja zu allen hohen, schönen, verwegenen Dingen. Und Luther stellte die Kirche wieder her. Er griff sie an. Die Renaissance, ein Ereignis ohne Sinn, ein großes Umsonst. Ah, diese Deutschen, was sie uns schon gekostet haben. Umsonst, das war immer das Werk der Deutschen. Die Reformation, Leibniz, Kant und die sogenannte deutsche Philosophie, die Freiheitskriege, das Reich, jedes Mal ein Umsonst für etwas, das bereits da war, für etwas Unwiederbringliches. Es sind meine Feinde, ich bekenne es, diese Deutschen. Ich verachte in ihnen jede Art von Begriffs- und Wertunsauberkeit, von Feigheit vor jedem rechtschaffenen Ja und Nein. Sie haben seit einem Jahrtausend beinahe alles verfilzt und verwirrt, woran sie mit ihren Fingern rührten. Sie haben alle Halbheiten, Dreiachtelzeiten, auf dem Gewissen, an denen Europa krank ist. Sie haben auch die unsauberste Art Christentum, die es gibt, die unheilbarste, die unwiderlegbarste, den Protestantismus auf dem Gewissen. Wenn man nicht fertig wird mit dem Christentum, die Deutschen werden daran schuld sein. 62. Hiermit bin ich am Schluss und spreche mein Urteil. Ich verurteile das Christentum. Ich erhebe gegen die christliche Kirche die furchtbarste aller Anklagen, die je ein Ankläger in den Mund genommen hat. Sie ist mir die höchste aller denkbaren Korruptionen. Sie hat den Willen zur letzten auch nur möglichen Korruption gehabt. Die christliche Kirche ließ nichts mit ihrer Verderbnis unberührt. Sie hat aus jedem Wert einen Unwert, aus jeder Wahrheit eine Lüge, aus jeder Rechtschaffenheit eine Seelenniedertracht gemacht. Man wage es noch, mir von ihren humanitären Segnungen zu reden. Irgendeinen Notstand abschaffen ging wider ihre tiefste Nützlichkeit. Sie lebte von Notständen, sie schuf Notstände, um sich zu verewigen. Der Wurm der Sünde zum Beispiel. Mit diesem Notstande hat erst die Kirche die Menschheit bereichert. Die Gleichheit der Seelen vor Gott, diese Falschheit, dieser Vorwand für die Rankünen aller Niedriggesinnten, dieser Sprengstoff von Begriff, der endlich Revolution, moderne Idee und Niedergangsprinzip der ganzen Gesellschaftsordnung geworden ist, ist christlicher Dynamit. Humanitäre Segnungen des Christentums, aus der Humanitas ein Selbstwiderspruch, eine Kunst der Selbstschändung, einen Willen zur Lüge um jeden Preis, einen Widerwillen, eine Verachtung aller guten und rechtschaffenen Instinkte herauszuzüchten. Das wären mir Segnungen des Christentums. Der Parasitismus als einzige Praxis der Kirche, mit ihrem Bleichsucht, ihrem Heiligkeitsideale, jedes Blut, jede Liebe, jede Hoffnung zum Leben auszutrinken, das Jenseits als Wille zur Verneinung jeder Realität, das Kreuz als Erkennungszeichen für die unterirdischste Verschwörung, die es hier gegeben hat. Gegen Gesundheit, Schönheit, Wohlgeratenheit, Tapferkeit, Geist, Güte der Seele, gegen das Leben selbst. Diese ewige Anklage des Christentums will ich an alle Wände schreiben, wo es nur Wände gibt. Ich habe Buchstaben, um auch Blinde sehen zu machen. Ich heiße das Christentum den einen großen Fluch, die eine große innerlichste Verdorbenheit, den einen großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist. Ich heiße es den einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit.
und man rechnet die Zeit nach diesem Dies Nefastus, mit dem dies Verhängnis anhob, nach dem ersten Tag des Christentums. Warum nicht lieber nach seinem letzten, nach heute? Umwertung aller Werte. Ende von Abschnitt 7. Ende von Der Antichrist von Friedrich Nietzsche. Aufgenommen von crowwings.com.